Wir haben 12. Juli sogar 2 bekommen. Moment, Sie. Es kann ja eher sein, dass Sie sich meinen Strafzettel an Ihre Trickswand hängen wollen. So, bitte. Mit freundlichen Grüßen von den Schergen des Bürgermeisters. Ja, pünktlich wie die Eisenbahn. Ja, denen ist auch Fahrt, ne? So, da. Hab wieder eins fertig. Na, was sagen Sie? Ich würde sagen, Rechtschreibung sehr gut. Inhalt leider nicht genügend. Das ist ein Themenverfehlung, ne? Ja, das ist wurscht. Wir brauchen viel mehr Transparente. Ja, langsam gehen mir die Sprüche aus. Was halten Sie denn von Schluss mit lustig, hm? Hallo Mausezandi, was machst denn du da? Na, Kalkusch. Ja, dann mach ich mal einen Kaffee. Ja. Ja, ich hätte da auch noch einige Reinigungsarbeiten durchzuführen. Sie bleiben da, Herr Klaus. Herr Oberschneider, das ist wieder mal so, dass ich leider von Herrn Weber dazu... Also angestiftet eigentlich wurde... Gurkenbier, hä? Ruhe! Alle miteinander. Herrschaften, ich hatte heute Morgen ein äußerst unerfreuliches Telefonat mit dem Herrn Bürgermeister. Ach so, und worum ging's konkret? Um 3 hirnlose Idioten, die mit der Parkraumbewirtschaftung Räuber und Gendarm spielen. Hat jetzt hirnlose Idioten gesagt? Das, obwohl ich, wie Sie wissen... alles unternehme, um jedes Aufsehen wegen der Emma 2412 zu vermeiden. Wahrlich ein schwieriges Unterfangen. Grüß Sie. Ah, der Chef ist heute persönlich da. Was machen denn Sie da, Herrns? Na, raten Sie mal. Kopieren? Richtig. Ach, und was kopieren Sie hier bei uns, wenn ich fragen darf, hm? Das ist streng geheim. Also?